Hallo meine Freunde, da sind wir wieder zu einer neuen Folge Grünwald-Clique. So, das Mähen lasse ich jetzt mal hier bleiben. Und dann kümmere ich mich mal um die Saatgutbesorgung. Und die Chrom. So, mal gucken. Bei einem anderen Stepper. Harald! Ja. Ich wäre dafür, dass wir da oben die 20 und meine Wiese, die ich jetzt gemacht habe, die kleinere beim Fluss da, dass wir die zum für Gras machen und die große, die am Main ist, jetzt dabei da vielleicht Heu machen draus. Ne? Ja, aber wär's dafür. Weil so viel Gras brauchen wir eigentlich nicht. Sieht's aus? Ja. Okay, wir haben erst Bescheid, nicht weil wir alles jetzt als Gras pressen. So. Aber lass es bloß in unseren alten Pflanzbaulehrer wissen, dass du im Februar hier machen willst. Nee, das ist ja noch, lass mal noch ein bisschen liegen. Ja. Nee, um Gottes Willen. Gib da gleich einen Herzinfarkt. Ja, Peter ist ja nebenbei ein bisschen Lehrer, er kann das ja dann. Meinst du unter Kollegen? Ja, kannst ja da ein bisschen mal breitreden, was wir alles so können. Ich denke, Berufsschullehrer wäre der Beste. Ja, genau. Denke, da lebt noch jemand davon, von den Alten? Keine Ahnung. Aber er ist ja, wie nennt man das jetzt? Er ist ja nur mit Stunden da, Dozent oder wie nennt man das? In der Hochschule. Ich glaube, ja, der eine, der ist letztens verstorben. Aber ich weiß nicht mehr, wer das war. Na gut, bei manchen ist ja eine schlimme Sache. Also, ich kann mal so sagen, von der Meisterschule, ja, da vermisse ich nicht viele. Uns hast du aber vermisst, gell? Jetzt habe ich ja doch hier die Ballen, das ist ja noch voll das Zeug hier. Ich geh noch abladen. Ja, na. Das muss ich ja auch noch uploaden jetzt. Dann muss ich erstmal aufmachen hier das Ding. Bei einem anderen Schlepper, also. Ran. Ja, Schlüssel stecken auf dem Eicher. Alter, der geht aber auch spitze an, der Traktor hier. Maju, Maju. Was hatten wir jetzt mit dem Kalk gemeint? Soll ich den Heck beim Händler holen noch, gell? Oder was? Ja, war ja, da? Fahren wir da, ob da noch Lothar hat. Genau, Lothar hat auch noch. Da. Ja. Ja, der Rest noch holen von dem. Genau. Gut, mal so. Alles klar. So, legen wir mal ab hier. Wo willst du hin? Hallo? Was hast du vor? Ich hab mich festgefahren.
Weil ich heb noch ein bisschen rum, warte mal. Ich hab grad geht J. Hab grad nicht drauf geachtet und dann war zu spät. Weißt du heutzutage mit den Handys und so. Ja. So, und dann haben wir die denn abgekackt. Hallo? Ja, der Daniel hier. Du, sag mal, hast du die Bärenflasche zu Hause irgendwo gefunden? Oh, ich nehme die sonst immer mit und lege die auf die Motorhaube. Nee. Und runter. Und dann immer auf die Füße, weil mir frieren die Füße hier, glaube ich, ab gleich, ey. Nein, habe ich gar nicht gefunden. Scheiße. Oh, gut, dass du anrufst. Deine Wiese, die du jetzt am Main bist, da wollten wir eventuell Heu draus machen, weil so viel Gras brauchen wir ja gar nicht. Was? Jetzt schon Heu? Muss aber lange liegen lassen, du. Ja, dann nützt ja nichts. Nützt mit dem ganzen Gras. Wollt ihr den? Verkaufen, rauchen, keine Ahnung was. Ja, dann verkaufen wir das Heu ja besser, oder? Ja, aber bis du das Heu eingefahren hast, das dauert ja auch, ne? Ja gut, das nützt ja auch nichts. Gras verkaufen macht ja nicht viel Sinn, oder? Ja, oder du machst hier Silagebahnen raus. Ja, oder das, genau, machen wir Silage, dann verkaufen wir die. Kriegst ja noch einen Tacken mehr wieder als Heu. Genau, dann machen wir Silageballen draus, ja. Bis das Heu fertig ist, dann ist das Silage auch im Ballen gegoren. Das stimmt, ja. Das ich besser so machen, glaube ich. Ja. Ja, machen wir so. Ja. Aber ich bin noch nicht halb fertig hier, ich bin ja mal 6 Runden oder so, keine Ahnung. Ja, ich bin jetzt mit dem Saatgutkram beschäftigt hier und Heuballen muss ich abladen hier. Ach, du hast den Mähbalken schon an die Seite gestellt, oder was? Ja, ja. Boah, ich dachte, du kommst hier hin zur großen Wiese und machst das zu zweit hier. Nee, weil Dings hat gesagt, er bräuchte noch Saatgut und wir bräuchten Dünger und Kram und das ist bestellt beim Händler, das muss ich irgendwann abholen. Jetzt ist aber der scheiß Ballenwagen voll mit Heuballen. Die muss ich irgendwo mal hinkappen also, hier. Also heißt das, heute Abend schön warmen Glühwein trinken oder sowas, ne? Genau, machst mal schön Glühwein, Alter, ja. Ey. Es wird ja immer wärmer jetzt von Tag zu Tag, mein Gott. Aber jetzt um 17 Uhr wird schon wieder dunkel und kalt. Ja. Ein Telefon hast du dabei? Ich wusste gar nicht, eben, ob du... Ich hab nur gesagt, das Funkgerät ist so groß, das fällt mir doch immer aus der Tasche. Der Telefon ist noch gut genug. Das musst du dir mal ein Babyfon besorgen. Ey, das höre ich nicht, das ist zu leise. das klappt schon. Ja gut, ich weiß Bescheid, ne? Ich mach mal hier weg, sonst fahre ich hier nur komisch schiebe Bahn, ne? Der Harald ist auf oben unterwegs, sonst kann der ja mit Mähen noch, wenn er fertig ist. Aber weißt du, wo der rumschwirrt? Der ist mit dem Schwader unterwegs. Achso, der hat jetzt deinen Job gemacht? Ja, wir haben jetzt ein bisschen getauscht hier. Naja, hau mal rein. Jo. Tschö. Tschö. So. Wenn die schon mal unter Dach hier, ne? Die hier reinschieben. So die Richtung. So. Heinz, ich habe die zwei Wesen fertig gespannt. Perfekt. Wenn du willst, könntest du erst am Hof kommen und ein Mähwerk holen und wird zum der Capo dann helfen auf der 43, glaube ich, ist der. Auch am Main. Alles klar, mache ich. Okay. Tippitoppi. Also ich wäre dafür, dass wir das kleine Stück links vom Fluss irgendwie anders benutzen. Warum? Weil man dort mit keiner Maschine rumkommt. Das Schwader hängt nur im Fluss. Ach so, ja, das ist ein bisschen eng, ja. Ja, macht doch keinen Sinn, dass man da jetzt irgendwie extra für die Wiese da einen extra Schwader kaufen. Macht doch keinen Sinn.
Vielleicht wäre nur eine Möglichkeit, dass man da einfach mit der Rundbahnpresse hinfährt. Frontmehrwerk drauf und tut direkt pressen einfach. Dass das Zeug weg ist. Vielleicht beim nächsten Mal. Ist doch doof, dass wir da nicht von der anderen Seite in das Feld kommen, ne? Man muss immer durch die scheiß Wasser fahren da. Blöde Wiese. Hattest du das rote Chronik angehangen? Das Frontmehrwerk? Nee. Bei deinem kannst du vielleicht machen, aber bei mir, beim Fiat, war ich schon nicht getraut. Das war dann doch ein bisschen zu schwer. Hast du deins angehangen? Was hast du deins angelegt? Was? Das Heckmehrwerk liegt im Schuppen und das andere liegt beim Peter seinem Tieflader. Genau, von da rückwärts. Genau. In der letzten Scheune auf der linken Seite, wenn du jetzt vorwärts durchfährst. Ich schneide mir das vorne ran. Ja, das eine vorne und das andere liegt im Schuppen hinten. Wo der Täter auch dabei ist, da liegt ja. So. Fertig. So, jetzt mach ich mich zum Händler, dass ich wegkomme hier. Tü. So, zu den Laden. Das ist ein Mulcher hier hinten drin. Nein, nein. Da liegt ein Mähwerk nach rechts aufzuklappen. Ganz hinten in der letzten. Da steht noch eine Walze, ein Zeter steht noch drin und das Heckmähwerk. In der ersten Halle neben dem blauen Tieflader. Jo. Hast du? Ja, jetzt. So, klappen wir den Zug mal auf. Dann hängen wir den Chrom ab. So, dann schauen wir mal. Sorry, ich bin aus dem Kopf gekommen. Alles gut. Ist so eng, dann hat schon immer was gedrückt. Wir müssen uns mal klar werden dann, wo wir das ganze Zeug hinstellen im Schuppen dann, ne? Also im Hof, auf dem Hof.
Vor allen Dingen so, dass wir das auch immer auf derselben Stelle haben, weil sonst geht man immer alles suchen tausendmal, ne? Aber unser Ballenwagen ist schick, ne? Ja, ist schick, ja. Hervorragend. So, aber gut, meine lieben Freunde, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da, ein Abo wäre ein Träumchen. Wenn ihr mit uns reden wollt, kommt Teamspeak vorbei. Der Name steht in der Videobeschreibung. Oder schreibt einfach einen Kommentar unter die Videos. Da bekommt ihr natürlich auch eine Antwort, ne? Bis dann, haut rein. Tschüss!